Hallöchen, mein Name ist Nadine Weiner von stampinclub.de und wir basteln heute eine Karte mit drei verschiedenen Celebration-Produkten. Zuallererst benötigt ihr ein Stück flüsterweißen Farbkarton mit 9,2 cm in der Breite und unsere Papierschere. Die Schere ist so scharf, die fungiert quasi als Cuttermesser und ihr könnt auf einer schnittsicheren Unterlage einfach das Papier nach euren Wünschen zuschneiden. Mein Papier bestemple ich nun mit dem Stempelset Liebe Gedanken. Das Stempelset ist eines der Produkte, die ihr euch während der Celebration von Stampin' Up! Als Geschenk aussuchen dürft. Ich nutze das Memento Stempelkissen, um den Text auf meinen flüsterweiß Farbkarton zu stempeln und nutze die Stempel- und Perforiermatte als Unterlage. Ich nutze ein Stück in A5 des Farbkartons Flüsterweiß extra stark, den ich bei 10,5 cm falze. So entsteht meine Grundkarte im Format A6. Ebenfalls ein Geschenk während der Celebration ist das besondere Designerpapier Bienengold. Hier habe ich ein Stück in 9,2 cm in der Breite zugeschnitten und kürze es jetzt mit meinem Mini-Papierschneider, den es exklusiv nur während der Celebration für neue Demonstratoren gibt. Zum Aufkleben nutze ich unseren Mehrzweckflüssigkleber, denn bei dem habt ihr die Möglichkeit, dass ihr noch etwas schieben könnt, um das Papier dann nachher mittig auszurichten. Ich schaue, dass die Abstände unten, links und rechts bis zur Falz ungefähr gleich sind. Das zuvor bestempelte Stück Farbkarton klebe ich jetzt mit den Stampin' Dimensionals auf. Die Stanze Kleine Blüte ist ebenfalls ein Produkt, das ihr von Stampin' Up! Während der Celebration geschenkt haben könnt. Ich stanze hier in den Farben Aquamarin, Jade und Bermuda Blau jeweils drei Blüten aus. In der Celebration Broschüre findet ihr auch ein Stempelset, das genau passend für diese Stanze ist. Mit der großen Falzstiftspitze meines Aufhebhelfers kann ich nun die Blüten etwas eindrücken, so haben sie etwas mehr Dimensionalität. Die Blüten werden nun entlang der Schnittkante angeordnet. Zum Aufkleben nutze ich die Mini-Klebepunkte. Ihr könnt mit der Papierschere die Mini-Klebepunkte aufnehmen und dann auf dem Papier platzieren oder ihr nehmt einfach das Stanzteil, in diesem Fall die Blüte, und drückt es auf den Mini-Klebepunkt und nehmt damit dann den Klebepunkt einfach auf. Ihr könnt die Blütenanordnung entweder etwas ungleichmäßig machen, so wie ich das tue, oder ihr klebt sie einfach von einer Seite zur anderen immer in eine Richtung überlappend auf. Zum Schluss nutze ich unseren selbstklebenden Strassschmuck, den ich dann als Blütenmitten auf meine Stanzteile klebe. Auf meinem Blog findet ihr auch noch eine ähnliche Karte, die ich mit den Resten von dieser Karte einfach gestaltet habe. Gerne verlinke ich euch natürlich auch die Informationen zur Celebration, alles was ihr wissen müsst, um an die kostenlosen Stampin' Up! Produkte zu kommen. Ich freue mich immer über jeden, der meinen Kanal abonniert und über jeden Daumen hoch. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.